Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von Horizon Zero Dawn. Ja, wir waren zuletzt hier, wollten eine Mission annehmen, aber vorher sammeln wir das Zeug da hinten ein. Ich meine, weil wir schon mal hier sind. Ja, für mich ist das jetzt wieder mal fast eine Woche her, als ich zuletzt aufgenommen habe. Das heißt, ich muss Das mich erst brauche ich wieder später nicht. an die Steuerung gewöhnen. Ja, ey Leute, das könnten wir später gebrauchen. Ah, ist das ein roter Sonnenaufgang oder Untergang? Es war gerade dunkel, glaube ich, also müsste es ein Sonnenaufgang sein. Schön. Nun gut. Hi, du hast eine Mission für uns, oder? Das mutterlose Mädchen, sie ist zurück. Ja, bin ich. Aber wo waren die Aufgaben? Ach, da ist die. Komm, markieren wir die mal. Hier sind sogar zwei Aufgaben, okay. Autsch, ich bin noch gerade einen Zentimeter runtergefallen. Eloy. Stell dich nicht so an. Machst du einen auf Family Guy oder was? Peter. Was haben wir hier? Händler. Was hast du denn hier? Nee, bis jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Bogen. Bogen. Mit meinem Boden, genau. Oder meinen Bögen. Ich habe ja zwei. Aber du hast eine Gratiskiste für uns, nehme ich an. Ja, die hast du natürlich. Modifikationskiste. Scherbenspielkiste. Die Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit einer unbekannten Anzahl an Objekten. Komm, eine können wir uns gönnen. Einfach so, ja. Einfach so, Leute. Können wir uns irgendwas herstellen, irgendwas Nützliches? Glaube nicht. Also erstmal hier gucken. Das war das Falsche. Hier. Da war Kühlsaft drin. Schnellreisepaket, sehr schön. Ein Genesungsteil. Und 15 Metallscherben. Ja, da kriegen wir irgendwie nur Metallscherben wieder raus. Also bis jetzt. Ja, theoretisch, wenn das immer so wäre, kriegt man ja unendlich sozusagen dadurch. Nicht wahr? Ich glaube schon. Gut. Aber hier, zu dir wollten wir. Hier ist er doch da. Vier. Dieser Krieger klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein.
Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Ach, das ist aber eine liebe Stimme. Total nett. Keine Ahnung. Wo ist denn das? Hier? Ach nee, das war das andere. Quest 2 hier. Das ist auf jeden Fall eine Hauptquest, die wir machen wollten. Aber wir haben jetzt hier. Und wo ist das? Ach, da ist das. Ja, komm, wird machen. Vorher nehmen wir noch die Quests an. Ja, wir nehmen alle Quests mit. Das will ich auf jeden Fall machen. Nicht unbedingt alles sammeln, aber alle Quests. Okay. Hi, Jan. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Alles klar, gucken wir uns an, aber da kommen wir wahrscheinlich erst später hin, wenn die da irgendwo ganz am Ende ist, sozusagen. Wo war denn das? Gute Frage. Nebenquests wahrscheinlich. Die Rache einer Tochter, ja, das ist Stufe 15. Okay, jetzt kommt das später. Machen wir aber erst mit die hier, die ist für Stufe 7. Die erste Quest, die wir angenommen haben. Dafür müssen wir da hinten hin. Ich habe keinen Begleiter mehr. Stimmt. Der war zu weit weg, oder? Schade. Ups. Okay, war nicht stark oder schlimm. Okay, sammeln wir das Zeug für sie. Traumweidenlager. Ah, schöne Atmosphäre hier beim Sonnenaufgang. Und eine hiervon. Und eine davon. Aloy. Gutes Mädchen. Hast du gut gesammelt. Nee, ich habe echt immer richtig viel Spaß beim Aufnehmen von dem Spiel. Beziehungsweise allgemein beim Aufnehmen aktuell. Auch bei Assassin's Creed. Aber da habe ich ja noch mehr im Voraus aufgenommen. Also von dem her
Nämlich aktuell zweimal die Woche Horizon auf und einmal die Woche Assassin's Creed. Und einmal die Woche halt noch mit dem Kevin. Das muss dann reichen, das sind dann viermal die Woche. Ich weiß nicht, wie lange ich das aufrechterhalten kann, aber bis zum Sommer auf jeden Fall. Die bräuchte ich, ne? Geben mir doch bestimmt Rat. So geht meine Deckung. Ich muss nochmal mit der Steuerung klarkommen. Okay. Dem entgeht nicht viel. Komm. Ach, du sollst dich nicht bewegen. Nein. Bam. Hä? Ich wollte das Ding abschießen. Danke. Sorry. Sorry. Dafür braucht man ja nicht viel für die normalen Pfeile, Gott sei Dank. Habe ich erhalten, Dingens, was ich wollte? Dingens, was ich wollte, gute Deutsch. Nein, ich habe Dingens, was ich wollte, nicht erhalten. Medizinbeutel voll. Ah, die Loh ist wahrscheinlich weggetrieben worden. Nun gut. Machen wir mal weiter. Wir wollen ja auch was schaffen in 15 Minuten. Ja, das wollte ich ja auch irgendwann mal bei 20 Minuten lassen, die Nebenprojekte, aber erstmal so weit im Voraus aufnehmen, dass ich weiß, dass da kein Rückstand mehr kommt. Wenn ich auf 20 Minuten hochsetze oder hochgehe. Ich habe zwar noch einiges im Voraus, aber... Ja, ups. Na komm. Den Sam will lieber. Ich will den Samen nicht angreifen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob da jemand ist. Sollte man mal öfters machen. Dann klappt das auch. Da ist der andere Typ. Können wir jetzt eigentlich auch nochmal machen, kurz. Ich habe ja gesagt, wir wollen viel in den 15 Minuten schaffen, aber wenn sich schon mal so eine Gelegenheit ergibt, dann sollte man die auch nutzen. Nicht wahr, Leute? Ich meine, wir brauchen ja noch Draht, genau. Davon haben wir 14 wieder, okay. Tut mir leid, mein Freund. Ich wollte euch nicht töten. Beziehungsweise zerstören, weil ihr lebt ja nicht wirklich. Hier waren die, ne? Hier war so eines von denen, das ich einsammeln wollte. Aber ich könnte mir auch noch so ein Schwein holen. Ach, jetzt rennt es weg. War ja klar. Aber wir brauchen das Fleisch. Verdammt. Gib mir das Fleisch. Komm, gib mir auch dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch, mein Freund. Tut mir leid. Aber ich brauche dein Fleisch. Und ich brauche noch einen Waschbärknochen oder so, ne? Irgendwas vom Waschbär brauche ich auf jeden Fall. Da war noch was. Das habe ich noch im Hinterkopf behalten. Ein Truthahn. Ein Läufer. Oder ist der näher dran? Das ist ein Wächter. Hm. Das nehmen wir mal mit. Ups, jetzt habe ich... Ah, egal. Einmal zu viel gecraftet, aber kriegen wir noch hin. War halt umsonst so ein bisschen. Ein wenig umsonst war das, glaube ich, weil der verbraucht ja immer die gleichen Ressourcen, oder? Aber jetzt eins craftet oder 10.
Komm mal her. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Aber ich habe leider keinen schallgedämpften Raum. Schallgedämpften Raum oder wie auch immer. Komm, wir überbrücken dich, mein Freund. Hi.